Okay, weiter geht's mit dem Bossfight. Ich hätte, glaube ich, echt die Health Packs nicht alle so früh nehmen sollen. This can't be. You just don't get it, dude. You think you crashed your car in front of our house by accident and ended up here? It's not a coincidence. She's using you. You're just a pawn in her game. Reflexes of a cat. A team of SWAT and a Blackhawk didn't stop. What makes you think you will? I'm not a bad person. Yeah, okay, just go ahead and fight my ship. And you wonder why you don't have me. You shut down the core, she'll be able to come here. You won't be able to stop her. I want to see if she saves you from this one. Also bis jetzt ist sie eigentlich ganz nett zu mir. All the way here? Don't you understand? It was an accident! Well, she can't help you now. You're too close to the core in here. Goodbye. Wow, you have no idea what you're getting yourself into. Stop it, I'm serious. You to get to me. I swear you clap that man if you don't stop anything cool. Bitch. Was passiert jetzt? Well, what do you know? Still operative. I guess I won. Nein. I'm sorry for everything that's happened. I'm sorry for everything I had to. No! No! Ah! Boy, are you so long. No! Ah! Ah! Alter, die Sauer. Ich wollte sagen, wir sind aber noch Freunde, ne? Ich hatte vorhin, ihr habt das bestimmt gesehen, im Teil davor, wo ich zurückgegangen bin. Ich bin noch mal so kurz zurückgegangen. Ich wollte noch, ich war eigentlich dafür selber, aber ich wollte natürlich wissen, was passiert, wenn man einfach weiterläuft.
Okay, ich denke, das war Nightmare House 2. Von der Länge für einen Free-to-Play in Anführungszeichen fand ich das extrem nice. Ja, was kann ich sagen? Was, der Soundtrack hat mir übelst gefallen. Richtig geiler Soundtrack, hört man jetzt ja auch gerade im Hintergrund. Einfach nice. Die Waffen waren fast 1 zu 1 von der Platz 2 übernommen. Ist okay. Models wurden auf jeden Fall, Texturen etc. war alles echt nice gemacht. Gruselfaktor. Alter, was war das denn? Real Life Gruselfaktor, ist ja. Gruselfaktor waren. Ich würde sagen. Ich weiß nicht, ob 7 von 10 oder 8 von 10. Ich tendiere mehr zu 8 von 10. Also ich bin schon echt hart eigentlich, was das angeht auch. Zu behaupten. Grafik, ja, es hat auf 2 Engine. Source Engine nicht die aktuellste, aber ja, total. Synchro, also die Audios fand ich richtig nice. Die Stimmen waren wirklich gut gesynchrot, also es war nicht so, es war nicht übertrieben Emotionen und es war nicht so monotones Kompetelaber. Also auf einer Skala von 1 zu 10 würde ich dem Spiel komplett geben auch eine 8, ja. Definitiv, der Mod eine 8, nein, eher eine 9, ich würde ihm eine 9 geben, 9 von 10, also fast an einer perfekten Mod dran, muss man einfach so sagen. Ja, das war's wirklich soweit. Mehr gibt's hier nicht zu sehen. Ich freue mich natürlich, dass ihr dabei wart. Gucken, was ich so als nächstes ausgraben kann. Und ja, wünsche ich euch natürlich noch eine schaurig schöne Nacht. Ich hoffe, wir sehen uns. Tschüss.